Warte mal gut ist miteinander. Ja, heute machen wir mal so eine kleine Update-Folge. Im Prinzip ja, möchte ich euch nur kurz mal mitteilen, was ich so geplant habe, weil es kann sein, dass in den nächsten Wochen mal eine Woche nichts kommt oder mal vielleicht sogar zwei Wochen nichts kommt, denn es beginnt die Prüfungszeit und so weiter. Also jetzt kommen auch wieder ein paar Baustellen dazu für mich. Deswegen komme ich vielleicht nicht dazu, aber ich habe schon ein bisschen was vorbereitet für die Zeit. Das heißt also, eventuell können wir die Lücken füllen. Also, was habe ich denn geplant die nächsten Wochen? Und zwar, ja, geplant, noch nicht angefangen, aber geplant ist eine Folge, wo ich alle Tuning-Maßnahmen, die ich jetzt noch vollführen möchte, einmal zusammenfasse. Also es fehlt ja immer noch der leise Mainboard-Lifter, der stört dann doch ab und zu. Man hört ihn jetzt vielleicht sogar im Hintergrund. Nervt mich jetzt mittlerweile doch. Ja, es kommt dazu, der Uwe hat was Schönes gemacht. Ich zeige es euch ganz kurz. Der Uwe hat mir nämlich eine neue Ultrabass geschickt. Vielen Dank, Uwe, dafür nochmal. Ja, ich habe sie noch nicht eingebaut. Aus dem einfachen Grund, ihr habt es ja selber gesehen vielleicht beim letzten Mal. Ich kann sie ja verlinken. Volcano Hotend. Ich war ganz froh, dass ich es noch nicht gemacht habe. Also das Ding ist ja etwas länger wie die normalen Hotends, ist mir dann gleich ins Bett reingefahren. Deswegen erstmal noch zu Ende experimentieren und dann baue ich die neue Ultrabass ein. Da könnt ihr gespannt sein. Das wird nämlich, glaube ich, auch relativ interessant. Die ist nämlich auch komplett verklebt. Also wie beim Ender jetzt bei mir auch. Das heißt, das ist die Generalprobe. Sollte ich beim Ender das Ganze mal machen müssen. Gut. Was kommt demnächst? Also geplant ist das jetzt, ich habe noch nicht angefangen, die ganzen Teile zu kaufen, die werde ich jetzt aber dann noch machen, also Lüfter kaufen und so weiter und so fort. Was aber schon fertig ist, was kommt, ich möchte eigentlich noch nicht zu viel verraten, weil das ist eine Herzensangelegenheit, da habe ich ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, seht ihr aber dann, ich kann nur so viel sagen, mein Sohn hat sich das Ganze gewünscht und wisst es wahrscheinlich sowieso, was es sein wird. Gut, das kommt als nächstes, dann die Autoteile-Folge. Ja, ich habe so einen Trailer gemacht und da der Trailer ist natürlich nicht sagen. Ich bin nur einmal vorbeigefahren, damit man sehen kann, an was es gerade liegt. Ich wollte nur mal ein bisschen Effekte und so ausprobieren. Ich setze da dabei, wie ich ja, mich auch ein bisschen in das neue, was heißt so neu ist es ja gar nicht mehr, in das Adobe-Programm da einarbeite und ich habe damit noch nie vorher gearbeitet. Jetzt bin ich da schon ein bisschen dabei, die Effekte und so weiter ein bisschen reinzubringen. Das sieht man ja auch in dem Video. Das Auto war nicht besonders gut geputzt, deswegen, aber der Effekt macht das ganz toll, muss ich tatsächlich sagen. Gut. Aber den muss ich noch vertonen und dann ist es schon fertig. Deswegen, auch wenn ihr es nicht sehen wollt, ja, dann müsst ihr es halt nicht anschauen. Aber da geht es auch. Also ich kann euch beruhigen, es ist nichts hier mit Autofahren und sonst was, sondern ja, planen, Infusion konstruieren, ausdrucken, wieder wegschmeißen und so weiter. Ihr kennt das ja. Gut. Als nächstes dazu noch, also wie gesagt, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das bringe, kommt dann aber noch. Also, das war das und jetzt als nächstes kommt natürlich irgendwann das Volcano Hotend im Einsatz. Ihr werdet es sehen, es funktioniert, ich bin noch ein bisschen am Einstellung feilen, also so ganz gefallen tut es mir noch nicht, aber ich kann euch sagen, das wird groß. Und dazu muss ich auch noch sagen, vielen Dank an Kabel direkt. Die haben wir nämlich, und da muss ich auch ganz, muss ich nochmal nachschauen, an den Bastian und den Jan. Die haben nämlich anscheinend bei Kabel direkt arbeiten die und die haben dann Bescheid gesagt, dass man mir doch mal da was schicken sollte. Und zwar haben die mir Filament zukommen lassen und das sollte ich testen und da bin ich gerade dabei. Also auch gerade läuft es noch. Ich habe ein paar Sachen gedruckt, ihr seht, hier zum Beispiel steht was und da drüben steht was. Das ist alles mit diesem Kabel-Direkt-Filament gemacht und ich muss sagen, das ist ein Top-Zeug. Ich werde es euch auch dann immer mal wieder, also das kommt jetzt in den nächsten Videos immer mal wieder vor. Ich schreibe es euch dann aber auch hin, wenn das tatsächlich das ist. Nicht, dass dann jemand sagt, hey, du machst ja da Schleichwerbung und hin und her ein Feuerwehr. Nein, ich werde das natürlich markieren. Ich habe nichts dafür bekommen, dass ich es teste. Doch, habe ich schon natürlich das Filament und ja, ihr werdet es sehen, also ich habe jetzt tatsächlich schon von einer gewissen Sorte, ich verrate sie noch nicht, denn es ist essentiell für die Folge, die dann kommt, habe ich schon ein komplettes Kilo verbraten. Ich glaube, ich habe noch nie so viel innerhalb von, ja klar, ich meine Volcano Hotend, ein Millimeter, da geht schon was durch, aber das wird auch tatsächlich ziemlich groß, das Ganze. Ja, Volcano Hotend habt ihr bestimmt gesehen, auch beim
bei der Naomi Wu beim Sexy Cyborg. Die hat ja auch mit dem Volcano-Hort und jetzt beim CR10, was wie heißt der, Max. Das ist ja mal ein mega cooles Gerät. Ihr könnt es mir mal da in die Kommentare schreiben, wer so ein Ding zu Hause hat oder vielleicht sich zulegen will. Das ist ja mega groß. Gerade für meine Autoteile wäre das natürlich schon eine Anschaffung wert, muss ich tatsächlich sagen. Also ich bin echt immer wieder am Überlegen. Auch den Chiron habe ich mir schon öfters angeschaut. Den gab es ja irgendwann mal jetzt bei Amazon im Angebot für 400 irgendwas. Aber ich weiß auch nicht. Noch eine Geschichte, was ich jetzt habe, auch ein paar Aufnahmen gemacht. Der Ender zickt rum oder hat rumgezickt. Also ich habe erstmal versucht, ich kann es euch ganz kurz zeigen. Nein, ich zeige es euch hier. Das ist zum Beispiel eine Sache, die der Ender gemacht hat. Ja, ihr seht es, unterbrochene Geschichten, was man natürlich nicht unbedingt haben möchte. Ja, das war der Ender, habe ich aber gefixt. Lustigerweise bringen die Leute immer dann, also zum Beispiel der Chap hat jetzt genau zu dem Thema auch natürlich wieder ein Video gemacht, aber ist wurscht, bei mir ist es ein bisschen anders. Zeige ich euch dann, also darum geht es auch noch. Gut, wie es jetzt danach weitergeht, also wenn die ganzen Geschichten rum sind, wenn ich mal ein bisschen was rausgebracht habe, hoppla, jetzt fällt mir der Stift runter, habe ich noch vor, was ich auch angefangen habe schon, ist Smart Home Episode 2 und da wird es darum gehen, alle möglichen Smart Home Geräte, die ich hier zu Hause habe, die nichts mit dem KNX zu tun haben, die sich aber schön in den KNX einbinden lassen. Also solche Geschichten wie Selbstbausensoren und so weiter für ein paar Euro, das würde ich gerne mit reinpacken. Dann habe ich noch, und jetzt wird es ja hoffentlich irgendwann mal Sommer, kannst du bitte leise sein da hinten, jetzt wird es irgendwann mal Sommer, hoffe ich, und da wird es warm. Und dann gibt es natürlich bei mir auch ein paar Outdoor-Episoden, weil ich werde mich nicht bei 40 Grad hier oben in den Speicher setzen, sondern eventuell nehme ich sogar den Ender mit, denn der Ender ist ziemlich leicht. Aber ich nehme, den Ender werde ich dann erst mitnehmen, wenn endlich dieses blöde Silent Board draußen ist. Da gibt es ja auch mittlerweile ein Board mit den TMCs drauf, das leise ist, aber ich hatte mir schon eins bestellt. Ja, aber leider ist da anstatt dem 114er Silent ist ein 113er gekommen, aber ja, die Leute wollten es dann auch gar nicht mehr erst zurückhaben, weil angeblich im Lager wurde das verwechselt. Naja, also auf jeden Fall habe ich keins bekommen, kein Silent Board und ja, ich bestelle mir aber eins und wenn der dann leise ist, dann nehme ich ihn auch mit raus wahrscheinlich. Also gibt es Outdoor 3D-Druck. Gut, nächste. Ah ja, genau. Jetzt haben wir noch ein paar kleine Sachen, also auch draußen Outdoor 3D-Druck plus ich werde noch ein paar Sachen machen für da draußen. Also ich sitze ja dann meistens da am Pool, habe meinen Laptop dabei vor allem. Und ja, und dann bastle ich einfach so vor mich hin. Da wird Sensoren gelötet, da wird die Poolsteuerung gelötet und so weiter. Also sowas würde ich erwarten. Natürlich auch ein bisschen was 3D-Druck, weil dazu brauchen wir auch Gehäuse. Also wir haben in Fusion was machen müssen. Es wird ein bisschen, ja, ein Haufen gelötet werden. Und vielleicht kommt sogar, also wenn es unter 30 Grad hat, das soll ja ein Jahrhundertsommer werden. Mal schauen, was es wird. Wahrscheinlich wird einfach nur nass. Wenn es unter 30 Grad haben sollte, ja eher unter 25, dann werde ich vielleicht auch ein bisschen Auto basteln. Mal schauen, ob ich da auch noch die Kamera reinhalte. So, und jetzt seid ihr gefragt. Jetzt kommen wir zur Rubrik Wünscht ihr was? Worauf habt ihr Bock? Was würdet ihr gerne noch sehen dieses Jahr oder im Sommer, damit ich so ein bisschen planen kann? Ich habe zwar viele, viele, viele Ideen, aber es kann natürlich sein, dass die überhaupt niemanden interessieren, nur mich. Deswegen schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr euch so, ja, was ihr euch wünschen würdet oder was ihr mal ausprobiert hättet, haben wollen würdet, was ich noch so probieren soll, das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, das war es eigentlich auch schon. Seid mir wohlgesonnen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Pfiat euch Servus. Abonnieren, alles, ihr wisst Bescheid. Daumen runter, egal was. Abonnieren. Habt ihr gemacht irgendwas? Kommentieren, tut es. Servus.